Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pioneers of Pagonia. Ja, wir hatten hier so ein, oder beziehungsweise wir haben hier so ein kleines Problem mit diversen Versorgungswegen, wie auch immer. Und ich glaube, bevor ich irgendwas anderes hier noch mache, sollte ich hier vielleicht erstmal zusehen, dass ich dieses Marktdingens da, diesen Marktbrunnen fertig gestellt bekomme. Nur ganz kurz da zurück, vielleicht die letzten Folge nicht gesehen haben. Ich mach mal kurz den hier. Eine richtige Pausefunktion. Also, ne, wir haben ja die habe ich ja schon, ne, da, auch in einer der letzten Folgen sind wir ja mal so ein bisschen so die Tastaturbelegung durchgegangen, weil ich da was gesucht habe, nämlich eine Pausenfunktion. Mit Escape unterbricht man das Spiel, ist auch gleichzeitig die Pausenfunktion, wenn man so will. Ja, okay, haben wir ja erörtert. Ich kann jetzt nur halt hier leider während der Pause nichts machen. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht die Kamera bewegen und euch leider nichts zeigen. Wo wollte ich hinaus? Genau. In der letzten Folge war es dann halt so, dass ich an einem toten Punkt angekommen bin. Wir mussten ein für den weiteren Verlauf wichtiges Gebäude fertigstellen. Ja, also hier die Pioniere von Pagonia mussten das machen. Pagonia? Ich lerne es nochmal irgendwann. Das ging dann aber nicht mehr, weil die Steinbrüche, die haben da ihre Arbeit eingestellt, weil die nicht mit irgendeiner speziellen Nahrung versorgt werden konnten. Diese spezielle Nahrung wird von der Taverne hergestellt, die wir jetzt leider nicht mehr sehen, weil dieses Teil da im Weg ist. Und da kam halt eins zum anderen. So, jetzt habe ich mir einen früheren Spielstand geladen. In der Hoffnung, dass das hier noch früh genug ist. Ich hatte erst noch überlegt, irgendwie noch weiter zurückzugehen. Ich denke, ich werde jetzt aber erstmal hier einsteigen. Und gucken wir mal. Zurück zum Spiel, genau das ist das, was ich machen will. Wir werden, oder vielmehr ich werde jetzt hier Folgendes tun. Ich glaube, das war hier. Genau, hier mal den Marktbrunnen. Den hatte ich in der vorangegangenen Folge ungefähr hier hingesetzt. Yeah. Man sollte schon die richtigen Tassen nehmen. Mr. Nandos, was hältst du davon? Den Dinge einfach mal richtig machen. So, genau, wir setzen das Ding hier hin. Ich würde sogar noch hingehen und sagen, Priorität. Das hier erstmal alles, was wir an Baumaterial noch haben, hier hinschleppen. Und dieses Teil hier fertigstellen. Wir brauchen 6 Steine, die sind jetzt auch unterwegs. Das ist cool. Dann brauchen wir Marktstände. Ich guck mal. Ach ja, bei der Gelegenheit, wir können das mal ausprobieren über O. Hier. Was war das denn jetzt? Über O können wir die diese Aufgabenliste da deaktivieren. Der ist nämlich hier schon dabei. Ne? Der ist hier, das hier keine Stärkungsmahlzeit vorhanden. Ist nicht so gut. Und auch hier, ne? Also hier, wir haben hier schon dieses Problem. Wir haben aber Gott sei Dank noch genügend Steine, um dieses Ding hier fertigzustellen. Und hier ist aktuell die Gemüsefarm vorhanden. Ich hatte noch die Getreidefarm in der letzten Folge hochgezogen und das war dann wohl ein Dingen ein bisschen zu viel. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt noch hier gewuppt. So, wir brauchen, achso, ich mache mal mit O hier wieder die Liste an, weil die ist eigentlich sehr wichtig, zumindest für mich. Wir brauchen Marktstände, 6 Stück an der Zahl, da werde ich aber auch erstmal ein bisschen tief stapeln und vielleicht erstmal nur 3 bauen. Die brauchen Nadelholz, Balken und Stoff. Bei der Gelegenheit, wir haben weder eine Weberei noch eine Schneiderei. Wir haben aber Stoff noch auf Tasche im Schiff. Das für den Bau dieser Marktstände ausreichend sein soll. Aber ich mache, wie gesagt, erst einmal nur 3. Diese 3 hier sollen es jetzt erstmal sein. Ich will es nicht übertreiben. So. Wild. Achso, das habe ich hier auch noch nicht aktiv. Ne?
Die Hasen werden nicht angezeigt. Die muss man da erstmal noch aktivieren. So, ich gehe nochmal drauf. Sehr gut. Der Brunnen ist fertig. Das heißt, ich kann hier die Priorisierung auch rausnehmen. Das hat sich jetzt erledigt. Kann auch mit dem anfangen, ist egal. So, das ist unterwegs. Wild. Hase. Dann vielleicht nochmal Wild. Rehfleisch. Und hier könnte man anbieten, wir haben Gemüse. Mais, Kohl, Kürbis. Oh, Moment. Was haben die im Angebot? Achso, das ist die Taverne, da kommen die weit. Die produzieren Kürbis und Kohl. Wenn sie denn fertig sind, da ist im Augenblick jetzt noch alles ja im Wachstum begriffen. Ich nehme auf Kürbis. So. Ich weiß nicht, ob das hinreichend ist. Ne? Da kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber ich hoffe es mal. So, der braucht. Genau, die machen nämlich diese Stärkungsmahlzeiten. Und die Genussmahlzeiten. Die Genussmahlzeiten sind hier ne, für die Leute, die hier wohnen, damit die eifrig Kinder und so in die Welt setzen. Und die Stärkungsmahlzeiten haben wir gesehen, die sind unter anderem hier für die Kollegen. So, Moment. Wo ich den Proviant mache eigentlich schon am Start? Nee. Das habe ich jetzt hier alles noch nicht. Ne? Ich habe hier, gut, ich habe den Brunnen, Gott sei Dank. Ich habe jetzt erstmal schon mal 3 Marktstände. Nahrung, baue Brunnen. Ach ja, da war ja noch was. Oh, holy moly. Ist der schon? Der ist, glaube ich, noch nicht, ne? Da ist, genau, da ist die Gemüsefarm und wir brauchen dringend einen Brunnen. Ich hoffe, den kriege ich noch hin. Holy moly. Da hatte ich den auch in der letzten Folge hingesetzt. Wie sieht das damit aus? Der braucht Seil und Stein. Und das könnte es gewesen sein. Was hatte ich denn außer dem Teil hier in der letzten Folge noch gebaut? Oder in der Folge davor? Was? Da irgendwie Probleme bereiten könnte. Also was entsprechend Steine verbraucht. Auf der anderen Seite die Harmwasser. Ja, ist nicht jetzt nicht so, dass die überhaupt nichts machen können. Weil Wasser braucht im Wesentlichen hier das Forsthaus. Der ist auch eifrig dabei aufzuforsten. Hat auch jede Menge Wasser. Wir haben Holz ohne Ende im Augenblick. Ich würde den mal ganz kurz schlafen schicken. Was ist denn da los? Hä? Ach, ja, jetzt sollte ich das hier mehr. Ah, ja, genau. Ja, die brauchen natürlich jetzt werden hier die. Ah, die Markt sind bestimmt. Das war auch so ein Problem. Ich hatte nicht genügend Leute mehr, ne, und so weiter und so fort. Das war alles nicht so einfach. Stärkungsmahlzeiten. 9. Oh, sehr gut. Wir sind gerettet. Das war's. Sehr cool. Die kaufen da die Sachen ein. Das ist echt klasse gemacht. Also ich feiere sowas. Solche Details, das finde ich immer wieder toll. Das ist sehr geil. Ja, die kriegen jetzt hier natürlich da ihre. Hier, glaube ich, den Hasen geliefert. Genau. Hier hatte ich Reh. Reh war doch, glaube ich, auch. Ne? Oder bin ich da jetzt vertan? Genau, Reh ist unterwegs. Da kommen die ersten Rehlieferungen. Die Dame hat da schon Kürbis im Angebot.
Hervorragend. Sehr gut. Holy moly. Das hätte übelst enden können. Was ist jetzt hier los? Ah, die haben ihre Stärkungsmahlzeiten. Warum habe ich da eine weiße Flagge? Was ist los? Was haben die für Probleme? Achso, Entschuldigung. Die haben die noch nicht. Die warten drauf. Alles klar. Okay. Die sind mal auf dem Weg. Okay. Sehr gut. Wie sieht es mit dem anderen Steinbruch aus? Gleiche Situation. Auch hier. Aber die Sachen sind unterwegs. Die Mahlzeiten sind unterwegs. Aber dauert noch. Das hat uns so ein bisschen den Popo gerettet jetzt gerade. Die ganze Aktion hier. So, hier haben wir den Entdeckerposten. Okay. Ich muss ganz kurz gucken, weil ich habe natürlich 10.000 andere Sachen schon im Hintergrund gemacht. Also, das heißt im Hintergrund, in der Unsinn. In der letzten Folge, die jetzt natürlich nicht mehr vorhanden sind. Ne? Beispielsweise hier Baustellencamp, Holzwerkstatt und so weiter und so fort. Auch hier Proviantmacher. Die sind jetzt alle so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich würde dann vielleicht ganz gerne den Proviantmacher in Angriff nehmen. Da ist das Sägewerk. Ich weiß nur nicht mehr hundertprozentig genau. Ich glaube, den hatte ich hier hingesetzt. Kann das sein? Den hatte ich aus irgendwelchen Gründen hier hingesetzt. Ich würde den sogar noch ein bisschen weiter rüber ziehen. Moment mal. X ist die Richtung, weiter geht's nicht. Oder bis so zu maximal geht, dann ist der Platz hier besser genutzt. So, dann machen wir dann da jetzt den Proviantmacher. Und wir müssen noch 3 Marktstände hinsetzen. Baustellencamp. Brunnen, der ist im Bau. Ich hoffe, der wird dann auch entsprechend fertiggestellt. Nach der Bauzeit. Immer noch, dass ich immer noch diese Räusperer habe, aber es ist halt so. Ich habe immer noch entsprechenden Hustenreiz und die tollen Menthol-Lutsch-Bonbons, die ich da verwende, um das ein bisschen unter Kontrolle zu halten, wirken jetzt nicht so wirklich. Oder können zumindest besser sein, sagen wir es mal so. So, ich hatte hier, genau, ich hatte hier auch schon, das müsste ich jetzt nochmal alles, ja. Das neu machen, da hatte ich gesagt, mehr so in diese Richtung. Als erster Anlaufpunkt, ne, wohlgemerkt immer als erster Anlaufpunkt. Hier könnte man tatsächlich das Ganze nach dahin verschieben. Das ist die Nummer 2. Dann hatte ich gedacht, oh, Moment, dann falscher Holzfäller. Kann schon mal passieren in dem ganzen Durcheinander hier. Dann setze ich den doch wieder hier hin. So, dann machen wir das so. Da, der ist, dann würde ich den ein bisschen mehr so in diese Richtung sich orientieren lassen. Und er hier, ja, der ist eigentlich nicht mehr nötig. Der wird deaktiviert. Ich habe natürlich jetzt da jede Menge ja, ich überlege gerade, ob ich den abreißen soll, aber der hat A, hat ja noch sein Lager voll und B, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so eine gute Idee ist, den ins Nirvana zu schicken. Ah, Genuss, das Ding läuft, das ist cool. So, da wird dran gebaut. Die sind wieder aktiv. Steine werden wieder abgebaut. Das ist cool. Sehr schön. Das heißt, der Brunnen hier wird auch in absehbarer Zeit fertiggestellt werden. Da sind die Lieferungen entsprechend unterwegs oder teilweise schon das Material vorhanden. Sehr gut.
dann wäre die Wasserversorgung auf jeden Fall garantiert. Ich würde jetzt ganz gerne noch weitere Marktstände bauen. Die hatte ich dann hier noch so dran gesetzt. Ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, das so zu machen. Dingenskirchen, Essen, Trinken, hast du nicht gesehen. Genau. Eigentlich. 2 und Nummer 3. Dann halten wir alle 6 Marktstände. Das ist schon mal nicht verkehrt. So. Holzwerkstatt wäre noch so ein Punkt. Und die Werkzeugschmiede. Ich glaube, die Holzwerkstatt hatte ich noch in Auftrag gegeben. Und ich meine, die hätte ich hier daneben gesetzt. Ne? Aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, von wegen Holzversorgung. Und hast du nicht gesehen. Ja, dann machen wir das doch genauso. Ausrüstung, Ausbildung. Holzwerkstatt, genau. Und dann wären wir quasi wieder an dem Punkt, an dem wir in der letzten Folge das Handtuch geworfen haben. Oder ich vielmehr das Handtuch geworfen habe, weil ich merkte irgendwie, oh, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verplant. So, Holzwerkstatt ist auch in Auftrag gegeben. Dann gehen wir die Liste nochmal durch. Also Holzwerkstatt ist da, Baustelle. Ah, Baustellenkampf fehlt noch. Jo, das ist auch noch so ein Punkt. Wo setzt man das denn jetzt am schlechtesten hin? Das hatte ich auch schon erwähnt. Ne? Das wird eigentlich mal da hingesetzt, wo so zu erwarten ist, dass da einiges am zu bauen ist auf der einen Seite und halt wo die Leute, naja, also hier haben wir ja unser Schiff. So ein bisschen Lager und auch eine Anlaufstelle für Leute und so ist. Also wo man noch den ein oder anderen Bewohner vielleicht hat. Bezüglich der Bevölkerung und so. Baustellencamp. Ja, Augenblick mal. Holz und Stein. Baustellencamp. Und da würde ich das hinkriegen. Ja. Aber hier irgendwie in die Ecke nicht. Ist ein bisschen unschlüssig. Ob jetzt mal das Ding hier hinfällt, ja. Wichtig ist, dass ich einen Weg dahin kriege. So, machen wir das dann einfach mal. Okay. Dann sind wir wenigstens, was die, glaube ich, die Bauaufträge anbelangt, jetzt wieder da angekommen, weil wir letztens ausgestiegen sind. So, Brunnen sind fertig. Jetzt haben wir die Aufgabe hier, diese Getreidefarm zu machen, mit den noch entsprechend anzubringenden Feldern. Proviantmacher ist fertig. Märkte werden gebaut. Werkzeugschmiede, Bauschneiderei. Okay. Zukunftsmusik erstmal. Ich würde als nächstes ganz gerne die Getreidefarm machen. Da muss ich jetzt nur noch mal genauer gucken, von wegen Platz, auch mit den Feldern. Ich hatte ja hier schon das Problem, dass ich das eine Feld da nicht hinkriegte. Und dann hatte ich das gleiche hier nochmal wegen Taverne und so weiter und so fort. Achso. Getreidefarm. Ich habe mich dann am Bau der Getreidefarm so ein bisschen an der Gemüsefarm orientiert. Das muss man aber nicht. Ich würde mal so vom Platz her, Moment mal, ich da dran setze. Ich kann ihn natürlich auch hier schon dran setzen und so weiter. Das ist auch kein Thema. Nur wir müssen auch noch eine Bäckerei bauen und die Windmühle und wir brauchen halt für die Felder entsprechend Platz. Ist die Frage, verbrate ich zu viel Platz, wenn ich das Ding hier hinsetze?
Bäckerei sollte ich dann auf jeden Fall noch hinkriegen. Wenn ich die jetzt hier dran setze, was oder hier so ungefähr, dann habe ich natürlich noch jede Menge Platz für die Felder. Oder was heißt jede Menge? Ich hätte genügend Platz für die Felder. Ich hätte entsprechend Platz für die Windmühle. Die Bäckerei weiß ich jetzt so nicht. Das hier stört mich da so ein bisschen, da die eine Ecke. Genau in die verkehrte Richtung bitte. Nicht, dass ich so drehe. Das sollte reichen. Könnte sogar noch da rangehen. Moment. Hallo? Ja. Ein Spitzengefühl. Hallo. Das mal aus. Weg kann ich schon mal bauen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so toll, aber da machst du nichts. Ich mach das mal anders, auch wenn ich das jetzt sehr, sehr ungern mache, aber. Ich reiß hier mal Weg. So. So. Bau den Weg mal so. Wegen Ausrichten und so. Ich glaube, das klappt ganz gut. Und jetzt die Felder. Jetzt sag mir nicht, ich krieg doch trotzdem keins hin. Die Sache mit den Wegen ist bei mir so ein bisschen tricky. Kann natürlich auch sein, dass ich mit dem. Das klappt nicht. Hätte ich vielleicht doch noch ein bisschen weiter zurücksetzen müssen. Hat einen Ärger. Ja, komm, egal. Dann ist das eben so. Da muss ich mir dann was anderes einfallen lassen. Wie sieht es hier aus? Bekomme ich das Feld wenigstens dahin gesetzt oder geht das auch nicht? Oh mein Gott. Nee, das gefällt mir nicht. Sorry. Wir müssen das alles nochmal umzwitschen. Das ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist hier, ja. Ich weiß, Materialverschwendung, aber das ist, wie es ist. Weg. Und auch wieder weg. Das ist das Problem mit dem Platz, so dass man das dann so hinbekommt. Oh. Das ist dann auch letzten Endes funktioniert. Ich habe jetzt hier wenigstens so einen Orientierungspunkt. Dann gehe ich mal ein bisschen weiter rein ins Gelände. Vielleicht auch noch einen Tacken mehr hier rüber. So. Dann müssen wir das so bauen. Moment, Weg. Der muss erstmal wieder leiden. Aber nur für einen Moment. Nein. So. Dann haben wir den. Wo ist denn da eine Getreidefarm? Da gemacht. Hey, habe ich einen Doppelklick gemacht und die zweimal gesetzt? Oh, ja, das sollte so eigentlich nicht passieren. Oh, das ist gut.
So. Moment. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Glaube, das sieht, naja, das sieht nicht ganz so gut aus. Nein. Nein. Ja. Kann das immer nur erraten, ob das passt. Ah ja, das hat jetzt hat's funktioniert. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Weg damit. So vielleicht. Ja, das sieht aus, wie ich das haben möchte. Nein. So. Da habt ihr schön den Zugang. 1, 2 und 3. Ähnliches Vorgehen hier. Und 2 und 3. Dann haben wir das. So, das habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wenn ich mich nicht ganz falsch liege oder mich verzählt. Ne, müssten 10 sein. Okay. Und. Moment. Ups. Ich hoffe, das passt. So, Zugang von hier. Ja gut, ich habe da so ein bisschen Versatz drin, aber sei es drum. Cool, das hätten wir. Immerhin. Läuft. Ja, ob ich jetzt hier da noch irgendwie Windmühle, Bäckerei oder doch immer hinkriege, die mehr so ich eigentlich so für hier geplant hatte, muss sich herausstellen. Na gut, hier wäre zur Not auch noch ein bisschen Platz. Und wenn alle Stricke reißen, müsste ich dann hier irgendwie ran. Ja. Bin stark am Überlegen, hier jeweils noch ein Lager hinzusetzen. In der Hoffnung, dass die das Teil hier frei machen. Ich habe aber meine Erfahrungen damit gesammeln dürfen, dass das Spiel so nicht denkt. Ja, die sind eher geneigt, beispielsweise sich ja hier so an den Holzfällerhütten, die aktiv sind, auszutoben, als dass die hingehen und sagen irgendwie so, ja, wir räumen die jetzt hier erstmal leer oder so. Ich mache Folgendes, ich probiere das mal einfach mal aus. Wir speichern erstmal. Moment, Augenblick, ist mal das hier weg. Erstmal. So. Nicht laden. Das wäre fatal. So, einmal speichern. Was sagt die Eieruhr? Oh, ich bin schon wieder sehr weit über die Zeit hinaus. Ja, dann würde ich doch sagen, mach mal hier mal ein Päuschen, beziehungsweise Folgenende. Huh. Und dann werden wir hier an der Stelle dann in der nächsten Folge ansetzen. Dann werde ich dann das umsetzen, was ich jetzt eigentlich noch machen wollte. Aber das, wie gesagt, machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Und ja, genießt und nutzt die Zeit.